Jede Großstadt kennt solche Viertel, wo die Altwarenhändler, die Trödler, die Lumpensammler ihr Zeugs lagern. In Chelsea, einer Vorstadt von Boston, bestanden 1973 detaillierte Pläne, die Bewohner dieses Arme-Leute-Viertels umzusiedeln und die Gegend zu erneuern. Die Planer kamen zu spät. An einem Sonntagnachmittag, 4 Minuten vor 4 Uhr, brach hier die unerwünschteste Form der Stadterneuerung aus. Die wuchtige Silhouette der Innenstadt von Boston endet am Mystic-Fluss. Auf dem anderen Ufer, der Stadtteil Chelsea, rühmt sich weder eines Wolkenkratzers noch toller Glasfassaden. Es gibt hier überhaupt nicht viel Rühmenswertes. Dafür gibt es viele Lumpenbündel und Ballen von Altpapier. Auch an verbrauchten Autoreifen herrscht kein Mangel. Irgendwohin muss schließlich eine große alte Industriestadt mit all dem, was übrig bleibt als Abfall. Irgendetwas lässt sich ja doch noch daraus machen, aber man sucht sich nicht gerade die neuesten Stadtteile dafür aus, sondern begnügt sich mit Schuppen, Hallen und Speichern aus dem vergangenen Jahrhundert. Die Mieten sind gering, der Aufwand, der für Brandschutz oder gegen Explosionsgefahren getrieben wird, ist minimal. Die Löhne, die für das Sortieren von Altmaterial gezahlt werden, sind auch nicht berauschend. Die kleinen Schrott- und Müllverwertungsunternehmen in Chelsea mögen ihren Mann und seine Familie ernähren, mehr aber auch nicht. Der Kreislauf unserer Verpackungszivilisation wird hier in seiner ärmlichen Phase sichtbar. Es ist kein Slum. In Chelsea wohnen die Nachkommen osteuropäischer Einwanderer, grundsolide, ihrer Kirche treue Bindestrich-Amerikaner. Dazu eine neue Einwanderungswelle aus Puerto Rico. Dunkelhäutig, streng katholisch und oft nur des Spanischen mächtig. An einem Herbstsonntagnachmittag erörtern die Männer mit den polnischen Namen die Lage ihrer Verwandten in Lodz und Danzig. Der griechisch-orthodoxe Geistliche bespricht Erbauliches mit seinen Schäflein. Der karibische Nachwuchs, gut verpackt gegen den Wind, wird spazieren gefahren. Desgleichen das Motorrad, damit es nicht in der Garage steifbeinig wird. Am Vortage hatte der Sprecher der lokalen Fernsehstation eine Änderung der Großwetterlage angekündigt. Er sagte starke Winde voraus, riet angesichts der Trockenheit zu äußerster Vorsicht mit offenem Feuer. Am Sonntagnachmittag passiert es. 3 Minuten nach dem Alarm hat das Feuer bereits seinen Entstehungsort. Die hölzerne Lagerhalle auf Summer Street 122 aufgefressen und ist über die Straße hinweggesprungen. Um 4 Uhr eine Minute werden weitere Löscheinheiten angefordert. Die Feuerwehr kennt natürlich die Gegend genau und weiß, dass so ziemlich alles, was hier lagert, wie Zunder brennt. Der Wind hat inzwischen 70 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreicht. Lösch- und Leiterwagen aus den Nachbarvierteln Bostons machen sich nach Chelsea auf. Der Brand hat sich buchstäblich in Windeseile über mehrere Häuserblocks ausgedehnt. Eine steife Brise bläst in die Glut, wo immer sie aus eigenem nicht weiterkommt. Aber an Nahrung fehlt es dem Feuer nirgends. Zwischen den Gebäuden lagert genug Brennbares. Die alten hölzernen Telefon- und Lichtmasten, die Chelsea ans 19. Jahrhundert anknüpfen, dienen dem Feuer für seinen Stabhochsprung. 3 Minuten nach 4 Uhr trifft der Chef der Chelsea Feuerwehr von zu Hause ein. Herbert Fothergill alarmiert sofort die Feuerwehren jenseits der Bostoner Peripherie. Weitere 10 Motorspritzen und 5 Leitern sind im Anmarsch. Es mangelt nicht an Wasser oder Hydranten.
Aber hat es in dieser Phase des Kampfes überhaupt noch Sinn, Massen von Wasser, das sofort verzischt, in den sich entwickelnden Feuersturm zu schleudern? Himmelsrichtungen starten Löscheinheiten nach Chelsea. Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren veranstalten eine Art Sternfahrt, zum Glück über Straßen, auf denen zu dieser Zeit wenig Verkehr herrscht. Die alten Fabrikstädte der Umgebung ebenso wie die behaglichen Villenvororte Bostons senden Hilfe. Chef Fothergill sieht, dass sich das Feuer schneller und schneller ausbreitet. Er beordert alle dienstfreien Mannschaften auf ihre Stationen und löst schließlich über Intercity Feuerradio den Katastrophenalarm aus. Notify them that Chelsea has a full-fledged conflagration. Full-fledged conflagration. District 13, Chelsea is now a conflagration. Die Rauchsäule über Chelsea wird von brennendem Altöl und explodierenden Farb- und Lackfässern gespeist. Sie ist aus 80 Kilometer Entfernung sichtbar. Einwohner der nächstliegenden Straßenzüge werden auf Englisch und Spanisch zur Evakuierung aufgefordert. Einzelne haben sich bereits mit eilig zusammengeraffter Habe auf den Weg gemacht. An den Löschoperationen werden mit der Zeit 190 Fahrzeuge aus 70 Gemeinden teilnehmen. Der Brand ist inzwischen so riesig, dass von ebener Erde die Ausmaße nicht mehr überblickt werden können. Fothergill versucht, sich ein Bild von oben zu machen. Über Polizeiautos und Walkie-Talkies wird ein Behelfsnachrichtennetz aufgebaut. Um 5 Uhr, eine knappe Stunde nach dem ersten Alarm, lässt der Bürgermeister sämtliche Zufahrtsstraßen absperren. Die Schaulustigen behindern bereits die Arbeit der Feuerwehr. Das Feuer hat sich jetzt aus der Speicher- und Schuppengegend an einige Wohnstraßen herangefressen. Dichter, stechender Qualm verfinstert die Szene. Polizisten hasten von Haus zu Haus. Hier wohnen meistens Familien aus Puerto Rico. Sie haben das Gefühl, mit dem Verlassen ihrer Wohnungen ihre Existenz zu verlieren, ärmlich wie sie sein mag. Für die kleineren Kinder sind im Zeughaus in aller Eile Feldbetten aufgeschlagen worden. Der Wind bläst unerbittlich in die Flammen, facht sie an, treibt sie zum Überspringen ganzer Straßenzüge, weht sie horizontal über Lagerplätze, auf denen Fässer mit Petroleum explodieren. Es stinkt nach verbranntem Lack. Fassaden sind aufgeheizt, bevor sie noch vom Brand erreicht werden, und stehen dann mit einem Knall lichterloh in Flammen. Gegen 6 Uhr entwickelt sich ein Feuersturm, der nun seinen eigenen Gesetzen folgt. Der Brand wechselt unvermittelt die Richtung und hinterlässt die Einsatztruppe perplex. Es ist schwierig geworden zu atmen. Mangel an Sauerstoff lähmt die Feuerwehrleute der vordersten Linie. Feuerwalzen von 30 mal 20 Meter Ausmaß befinden sich in schnellerer Bewegung, als ein Mensch rennen kann. Innerhalb von 3 Stunden verzehrt der Brand ein Fünftel der Stadt Chelsea. 18 große Straßenblocks mit ungefähr 800 großen und kleinen Gebäuden, die zerstört sind oder unbewohnbar. Die Modellkarte zeigt, dass sich das Feuer hart an die Industriegleisanlagen herangefressen hat. Dort oder nirgends muss nun eine Widerstandslinie aufgebaut werden.
In vielen Gebäuden und auch entlang der Straßen sind aber die Wasserleitungsrohre geborsten. Es müssen weiter entfernte Hydranten gefunden werden. Für die Löschwasserversorgung schließen sich Einheiten so zusammen, dass immer eine löscht, zwei andere nach Art der Stafette aus weiterer Entfernung, manchmal über einen Kilometer weit, Wasser heranpumpen. Ich bin gerade noch rausgekommen. Ein Gebäude neben dem anderen stand schon in Brand. Die sollten mehr auf die Fassaden spritzen. Mit mehr Wasser auf den Fassaden würde nicht so viel brennen. Der Exodus aus den bedrohten Wohnvierteln beschleunigt sich. Man weiß nicht, was die Nacht bringen wird. Der Sturm weht die Funken hunderte von Metern weit zwischen noch unerfasste Gebäude. Gegen 7.30 Uhr ist die Polizei endlich in der Lage, die Straßen frei zu machen von Neugierigen, die ihre Wagen so parken, dass die Feuerwehr keinen Manövrierraum findet. Über dem Brand bilden sich Hitzesäulen, die wie ein Tornado in wirbelnder Bewegung glühendes Material, Funken, brennendes Papier in die Höhe reißen und weit ab wie einen Glutregen niederfallen lassen. Und die Sache sieht schaurig und verzweifelt aus. Feuerwehrchef Fothergill hat sich vorgenommen, an den Eisenbahngleisen seine Hauptwiderstandslinie zu bilden. Die breite Arlingtonstraße zusammen mit den Gleisen müsste wie eine Feuerschneise im Wald wirken. Hier sammelt er seine Reserven, allerdings darf er andere Flanken des Großbrandes nicht vernachlässigen. Feuer, Sturm und Windrichtung in ihrer Wechselwirkung machen das Feuer unberechenbar. Es kann jederzeit seinen Angriffsschwerpunkt ändern. Fothergill wirft jetzt auch Löscheinheiten in die Schlacht, welche den Brand nicht direkt bekämpfen, sondern nur bedrohte Fassaden benässen. Die Männer stehen mit dem Rücken zum Feuer. Sie retten auf diese Weise die Williamsburg-Oberschule. Ohne diese Notmaßnahme hätte sie binnen kürzester Zeit einen prächtigen Scheiterhaufen abgegeben. Die Oberschule wird zur Zitadelle der Stadt. An ihr bricht sich die Wut des Feuers. Hier konzentrieren sich die Abwehrmaßnahmen so, dass mit nachlassendem Wind gegen 9.15 Uhr abends das Feuer zum Stehen gebracht werden kann. Der Bürgermeister hat seinen Kommandostand in seinem Arbeitszimmer im Rathaus aufgeschlagen. Hier befiehlt er, zeichnet ab, nimmt zur Kenntnis. Selbst ein Weltenbrand muss die Bürokratie wachsam finden. Seine Sekretärin verliert in dem Getriebe weder die Haltung noch den Zusammenhalt ihrer Frisur. Okay, now if those were emergency supplies, have them taken care of with the Army. If they're not, if they can, go to that right down to Major Halpin. Die Damen mit dem tollen Fingerschmuck assistieren dem Reverend Larry French, dem Oberhirten der Forest Memorial Baptist Church, einem Erwachsenentäufer also, der hier die Feuertaufe erhält. Er trägt den ominösen Titel Desasterkoordinator und ein Kreuz auf der Brust. Er befehligt eine Schar freiwilliger und ungewöhnlich emsiger Damen der besseren Gesellschaft. Mit solcher Hilfstruppe hätte der Desasterkoordinator vermutlich auch den Brand von Sodom und Gomorra unter Kontrolle gebracht. Wie gerade alles im schönsten Gang ist, bricht auf dem Dach des Rathauses durch Funkenflug ein Feuer aus. Die Bürokratie wird grausam aufgescheucht. Des Bürgermeisters Arbeitszimmer wird geräumt, Umzug in die Polizeidirektion. Niemand verliert seinen Kopf. Wie viel Akten verloren gehen, wird nicht gemeldet. Ja.
Reserveeinheiten rücken dem Brand auf dem Rathausdach zu Leibe. Trotz seiner Schieferplatten hat es Feuer gefangen. Die Feuerwehrleute können zeigen, was sie können. Sie spritzen und klettern und löschen aus Leibeskräften. An manchen Stellen muss mit Rauchmasken gearbeitet werden. 22 Feuerwehrleute insgesamt erleiden während des Chelsea-Brandes eine Rauchvergiftung. Einen der Vertreter von Jeff Fothergill hat es auch erwischt. Die Taktik der Feuerwehr ändert sich nun. Bisher hieß es, Widerstandslinien errichten und die Ausbreitung des Brandes verlangsamen. Jetzt wird außerhalb des großen Flammenkreises jeder neue Brandherd gleich während seiner Entstehung bekämpft. Die Reserven an Löscheinheiten machen das möglich. Allerdings tauchen nun andere Probleme auf. Der mitgebrachte Treibstoffvorrat der weit hergekommenen Feuerwehren geht zu Ende. Pumpen, Spritzen und Drehleiterwagen haben einen hohen Verbrauch. Wegen des gewaltigen Funkenflugs sollen sich Tankwagen nicht in den Gefahrenbereich wagen. Der Treibstoff wird also außerhalb des Funkenperimeters in 20-Liter-Kanister umgefüllt. Die Fahrzeuge werden von Hand betankt. Keine ganz ungefährliche Angelegenheit für die Fahrer. Es hat trotz der Raserei des Feuers wenig Verletzte und keinen Toten gegeben. Trotzdem haben die Ambulanzen alle Hände voll zu tun mit den Rauchvergiftungen, den Schwächeanfällen und dem Abtransport von Kranken und Gebrechlichen. Gegen Mitternacht ist die Schlacht noch nicht zu Ende, das Feuer ist jedoch unter Kontrolle. Die ersten Löscheinheiten von außerhalb kehren in ihre Standorte zurück. Und das ist der Anblick in Chelsea am nächsten Morgen, am 15. Oktober 1973. Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff des Zweiten Weltkriegs. Haben Sie noch Geld? Im Augenblick keins. Also bankrott? Das würde ich nicht sagen, nein. Aber es wird ein Problem werden. Haben Sie auch hier gewohnt? Nein. Aber ein Problem wird es werden. Wie fühlten Sie sich, als Sie heute Morgen in Ihr Haus zurückkamen? Es sieht so aus, als sei Ihr Haus nicht mehr da gewesen. An einigen Speichern und Schuppen schwelt das Feuer weiter. Die Feuerwehr hat immer wieder zu tun. Der Bürgermeister konferiert mit dem Gouverneur des Staates Massachusetts über die dringendsten Erfordernisse der Stunde. Die Heilsarmee hat sich in einer Halle unmittelbar neben den rauchenden Trümmern etabliert. Für die Evakuierten werden Kleidungsstücke gemustert und sortiert. Viele sind von Bekannten in den unversehrten Teilen Chelseas aufgenommen worden, wissen aber nun nicht, was tun. Die Polizei rät den Flüchtlingen über Lautsprecher auf Spanisch, sich im Zeughaus einzufinden, wo eine Reihe von Hilfsorganisationen die Arbeit aufgenommen haben. Im Zeughaus sieht man wie unter dem Vergrößerungsglas, dass Chelsea ein Stadtteil ist,
der sich selbst überlebt hat. Die Puerto Ricaner sprechen häufig kein Englisch und sind infolge der Sprachschwierigkeiten gleich benachteiligt. Die meisten anderen Hilfsbedürftigen sind ältere Leutchen, Rentner, Witwen, Kranke, die vielleicht mal bessere Tage gesehen haben und durch den Verlust ihrer alten Häuschen oder billigen Apartments in eine plötzliche Existenzkrise geworfen sind. Was jetzt gebraucht wird, sind Meister der Improvisation. In solchen Augenblicken bewährt sich die alte amerikanische Nachbarschaftshilfe, die handelt, ohne viel Worte zu machen. Der Gouverneur und der Bürgermeister gehen miteinander über das Trümmerfeld. Der Gouverneur wird nach den Möglichkeiten der Hilfe durch die Bundesregierung gefragt. Mit dem unverkennbaren Akzent der führenden Bostoner Familien, so wie man ihn von den Kennedys erinnert, teilt er mit, dass ihm das Weiße Haus Hilfe zugesagt hat. Jeder setzt voraus, sie wird nicht knickrig sein. Bei Katastrophen bringen sich Präsidenten gern durch Generosität in Erinnerung. Der Schaden für Chelsea war immens. 800 Gebäude ganz zerstört oder schwer beschädigt. Inzwischen aber ist manches wieder aufgebaut. 1000 Menschen obdachlos, aber wunderbarerweise ist keiner ums Leben gekommen. Die Feuerwehrleute von Chelsea und von weit her ringsum haben 1973 ganze Arbeit geleistet. Ohne sie wäre die Stadterneuerung vermutlich viel zu radikal ausgefallen.